Glückwunsch, Herr Soddenbichler, Sie haben es geschafft nach einem Fünfsatz-Krimi gegen die russische Mannschaft. Wie geht es Ihnen, wie geht es der Mannschaft? Ah, mir geht es sehr gut und das Ganze ist ja wie das, die Geschichte vom täglich grüßtes Murmeltier. Wir haben in London auch zweimal gegen Russland gespielt. Einmal um den ersten Platz in der Vorrunde, einmal dann um die Bronzemedaille. Beide haben wir im fünften Satz gewonnen. Das mal wieder. Wir sind in Rio. Schön, das kann man nicht so vorstellen. Was Schöneres gibt es nicht. Ja, lassen Sie uns zum Spiel kommen. Der Start war schwierig, viel Nervosität und manche Phasen hätten besser laufen können, glaube ich. Aber wir haben sehr, sehr extreme Probleme am Anfang gehabt, weil die haben die Hosen voll gehabt, unsere. Die haben sich ganz viel vorgenommen und man muss ja immer sehen, wir sind Amateure, die Russen sind Profis. Die trainieren konzentriert in Ekaterinenburg, immer zusammen das ganze Jahr, machen nichts anderes als Sitzvolleyball und wir sind ja arbeitende Bevölkerung. Was würden Sie sagen, die ganze Woche bis jetzt mit der Kulisse, mit der Atmosphäre, mit den Fans, die Sie lautstark unterstützt haben, wie war das Ganze so? Ja, schön. Das Problem ist, dass ja Sitzvolleyball unter Ausschluss der Öffentlichkeit leider stattfindet. Wir haben vor zwei Wochen eine sehr schöne deutsche Meisterschaft in Hoffenheim ausgerichtet und wir machen immer mehr jetzt medial und haben da mit dem Heinz hier einen tollen Mann, der da der Netzwerkknüpfer ist und ich hoffe, dass wir Sitzvolleyball wieder bekannt machen. Heute war es auf jeden Fall beste Werbung dafür. In London gab es dann die Bronzemedaille. Wenn Sie nach Rio schauen, jetzt ohne ein Ziel auszugeben, aber worauf freuen Sie sich, worauf kann sich ganz Deutschland freuen in Sachen Sitzvolleyball? Ja, dass wir Deutschland würdig vertreten. Ich persönlich freue mich mal wieder auf einen netten Calpierini am Strand. Und die Mädels sind auch nicht schlecht und die kommen schon mal anschauen, auch wenn man schon älter ist. Das stimmt, dann genießen Sie es. Dankeschön. Bitteschön. Stefan, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Rio 2016, ihr seid dabei. Wie fühlt es sich an? Super geil, fühlt sich das an. Also super Teamleistung. Jeder hat mitgefiebert. Auch die Unterstützung von den Zuschauern, das war einfach grandios. Wir haben es jetzt wirklich bei der Heim-EM, wollten wir es packen, haben wir es auch gepackt und ich bin überglücklich darüber einfach. Aber erstens nicht gegen irgendwen und zweitens nicht irgendwie. Also Russland, Dauerrivale und es sah ja zwischenzeitlich nicht so gut aus. Ja, sah leider im ersten und im dritten Satz nicht so gut aus. Die Russen haben wirklich spielen wirklich einen guten Ball, haben auch super Aufschläge. Das ist wirklich schwer dagegen zu halten. Wir sind da wirklich auf Augenhöhe und dann kommt es auch immer, dass wer zum Schluss das Grenzchen Glück hat und der letzte Prozent, da kommt es immer bei Russland gegen an. Aber du sprichst den ersten und den dritten an, aber im fünften lag dir 13-11 ja, zurück. Okay. Da fehlen zwei Punkte noch. Wie behält man da die Nerven? Was geht da in einem vor auf dem Feld? Ich sage einfach mal so, da wir auch ein paar ältere Leute drauf sitzen haben, haben die auch schon wirklich viel Erfahrung. Und auch der Jürgen Schrapp, der den letzten Ball gemacht hat. Ich selbst hätte auch ihm immer den letzten Ball gegeben, weil ich weiß, seine Erfahrung. Und das, was er kann, da kann ich ihm vertrauen und das macht er auch hundertprozentig auf jeden Fall. Also, ja, sind einfach sprachlos gerade. Jetzt habt ihr Rio eben erreicht, du kennst London. Was denkst du, wenn du an die Paralympics denkst und dann noch am Zuckerhut? Erstmal das großartige Feeling vor Ort. Einfach so viele Nationen und verschiedene Sportarten versammelt an einem Fleck. Ist einfach atemberaubend, vor allem auch die Eröffnungszeremonie, aber auch das Ganze drumherum, das macht einfach mega, mega Laune und macht einfach mega Spaß, vor so einer tollen Kulisse zu spielen. Das hat man als Sitzvolleyballspieler nicht so oft und deswegen genießen wir jeden Zuschauer, der dabei ist und uns anfeuert. Das tun wir auch. Dankeschön. Dankeschön.